Ein weiteres Bendy-Game ist zurück und ich muss sagen, viele von euch haben es, glaube ich, nicht wirklich mitbekommen. Und zwar gibt es jetzt nämlich Bendy Secrets of the Machine. Ich habe damals auf meinem zweiten Kanal den ersten Bendy-Teil gespielt, den fand ich noch ganz cool. Ich muss sagen, der zweite, da war irgendwie die Luft raus und deswegen bin ich ehrlich zu euch, ich bin ein bisschen abgeschreckt, den Bendy Secrets of the Machine zu spielen, denn ich weiß nicht, ob der deutlich besser ist. Ich hoffe, das kannst du mir beantworten und seid da auch bitte ehrlich, ob ihr den wirklich gut findet oder ob das wirklich einfach nur so meh ist. Denn Ulti hat dazu ein sehr gutes Video gemacht und zwar zum Absturz von Bendy in the Ink Machine und ich finde, wenn man dahinter die Kulissen schaut, erfährt man doch sehr, sehr interessante Dinge. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Spielst du das Spiel? Hast du es gespielt? Überlegst du es dir oder war es für dich nach dem ersten, zweiten Teil dann auch vorbei? Ich weiß, dass viele mir die App Boris, das Mobile Game, empfohlen haben, aber wir schauen mal, warum Bendy einen Absturz erlebt hat und gehen rein. Originalvideos wie immer in der Beschreibung. Lass mir einen Daumen und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Süße Sachen, die gruselig gemacht werden, sind ja mittlerweile eine gängige und fast schon eine etwas langweilig gewordene Sache in Horrorspielen geworden. Bendy and the Ink Machine ist eine der Spiele, die das Ganze mehr oder weniger ans Rollen gebracht haben. Wow, dieser Charakter sieht echt cool und glücklich aus. Oh Gott, da fängt's schon wieder an. Das Spiel muss echt mega süß sein. Wieso wird mir das angetan? Nachdem das Spiel aber erschienen ist, lief alles nur noch abwärts für das Franchise und für die Entwickler des Spiels. Ich muss aber sagen, der erste Teil hat mir echt gut gefallen, den habe ich echt gern gespielt, aber der zweite, den fand ich nicht gut. Und es kommt jetzt, ist jetzt, glaube ich, wieder eins rausgekommen. Ich überlege gerade, ob ich den spielen soll oder nicht, weil alle sagen, spiel ihn, aber ich glaube, viele haben es auch gar nicht mitbekommen von euch, dass jetzt ein weiterer rauskam. Aber den letzten fand ich sehr mühsam. Der hat sich sehr gestreckt, das war nicht gruselig. Da kam ab und zu dieses Tintenmonster, da musstest du dich verstecken. Das war noch ganz cool. Aber ansonsten fand ich es eigentlich eher sehr mühsam. Ich weiß nicht, wie es euch ging, da bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Falsche Versprechungen bis hin zu Fehlschlägen und Gerichtsverhandlungen. Bei Bendy lief so einiges verkehrt und unsere Mission ist es heute, uns das nochmal genauer anzugucken. Los geht's. Geiles Intro. Die ganze Geschichte fing wie immer eigentlich ziemlich harmlos an, als das erste Chapter von Bendy auf Game Jolt hochgeladen wurde. Da, Sally Face, so ein geiles Game. Einfache Seite, auf der jeder seine Spiele uploaden kann. Habe ich übrigens gespielt, könnt ihr gerne auf meinen zweiten Kanal abchecken. Sehr geiles Game. Das erste Chapter hatte nicht wirklich Content. Man ist einfach nur rumgelaufen und war nach 10 Minuten Spielzeit schon fertig. Man könnte es eher mit einer Demo vergleichen. Trotzdem aber ging das Spiel unerwartet viral und das lag an dem ganzen Ambiente, das das Spiel so charmant gemacht hat. Wir spielen Henry Stein, einen ehemaligen Trickfilmzeichner, der per Brief zurück an seinen einzigen Arbeitsplatz ins Animationsstudio eingeladen wurde. Das gesamte Spiel hatte diesen handgezeichneten Cartoony-Art-Style kombiniert mit einer gewissen, schon gruseligen Düsterkeit an sich. Ja, das war cool, es war einfach was Neues und der erste Teil hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Es ist einfach das Setting und die mysteriöse Geschichte, was das Ganze so interessant gemacht hat und der Hype war da. So ein großer Hype, den sich das Entwicklerteam Kindly Beast nicht entgehen lassen wollte und relativ zügig alle anderen 4 Chapter in einer Zeitspanne von 1,5 Jahren rausballerte, kombiniert mit einem Release des gesamten Spiels auf Steam im Oktober 2018. Das Spiel hat durchaus seine Schwächen, wie auch im ersten Chapter ist es das Gameplay, das viele bemängelt haben. Viele bezeichneten es als Walking Simulator. Ja, man ist schon sehr viel gewalkt, aber ich glaube, beim ersten Teil war ich noch zufrieden, weil es war halt dann der erste Part, aber wenn sich das Ganze dann im zweiten und dritten auch wieder wiederholt von den Mechaniken und nichts Neues kommt, dann wird's halt langweilig. Oft muss man einfach nur von A nach B gehen und irgendwelche Sachen einsammeln. Nichts, was jetzt irgendwie unglaublich viel Spaß macht. Das, was das Spiel nach wie vor bei den Fans so beliebt gemacht hat, ist die Prämisse. Man muss Tintengegner mit seiner Axt vermöbeln. Außerdem, und das wurde nach Chapter 1 immer und immer mehr klar, wurde ein sehr großer Fokus auf die Story gelegt und das Potenzial, um diese zu Rätseln. Indie-Horrorspiele mit einer deepen und mysteriösen Story waren seit spätestens FNAF der heiße Scheiß.
Obwohl sich viele Spieler auf dem Weg verrannten, krampfhaft in diese Sparte zu kommen, hat Bendy das eigentlich sehr gut hinbekommen. Man muss sich allein nur angucken, wie viele Videos Game Theory über Bendy gemacht hat und wie viele Klicks diese Videos teilweise haben. Wahnsinn. Die Leute waren heiß auf alles, was das Spiel in Tiefe zu bieten hat. Ja, also es ist halt ähnlich wie mit Hello Neighbor, ne? Es ist ein Game, was halt viel Potenzial hat und dann wird es aber schnell öde. Ich habe das ganz oft, dass ich Spiele spiele, wo ich merke, boah, also jetzt reicht's dann auch schon wieder. Es gibt immer weniger Games, wo man Bock hat, dran zu bleiben und heiß ist auf die Stories. Bei den meisten ist es immer so, oh Gott, bitte lass es enden, bitte nicht noch ein Rätsel, bitte nicht noch eine Verstecksequenz, bitte jetzt nicht noch ein Kampf. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, aber zum Beispiel, ich habe ja damals auch das Projekt Garden of Banban abgebrochen, weil ich gesagt habe, das spiele ich nicht. Das ist für mich einfach, sorry, einfach Rotz. Das ist eine schlechte Grafik, es ist nicht gruselig, es ist ein Abklatsch von Poppy Playtime und ich komme mir da dumm vor, wenn ich es spiele und so tue, als fände ich es gruselig oder geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch Poppy Playtime fand ich jetzt den letzten Teil, habe ich euch ja auch schon gesagt, mit dieser Katze schon echt lame, die kaum irgendwie auftaucht, diese ganzen Kackrätsel. Also wenn der vierte nicht mal richtig reinballert mit geilen Jumpscares, soll ich ihm mal ein geiles Horrorgame zeigen? Das hier, Stalked, The Stalked. Das habe ich jetzt erst letztens gespielt, richtig geiles Game, war so ungefähr 40 Minuten, geile Jumpscares, Panik, Atmosphäre, das sind Games, die ich liebe. Klar muss man auch sagen, es ist ja hier auch irgendwie Geschmackssache, aber so dieses Ungruselige, diese komischen, gruseligen Monster, Horror muss für mich schon knallen. Wieso leben die Wesen aus Tinte? Wieso gibt es das Animationsstudio überhaupt? Und so weiter. Bendy war jetzt kein phänomenales Meisterwerk, aber durchaus ein cooles Spiel, das seine eigene Fangemeinde aufbauen konnte. Die Frage ist jetzt halt, wie macht man weiter? Wie knüpft man an diesen Erfolg an? Macht euch bereit. Oh, nicht mal ein Jahr nachdem Bendy and the Ink Machine vollständig released wurde, kam im Juni 2019 der Trailer für einen zweiten Teil raus, Bendy and the Dark Revival. Man sieht an sich nicht viel im Trailer, sieht einfach wie eine Fortsetzung aus, die mehr von der Geschichte erzählen soll und es soll sogar noch 2019 rauskommen. 2019 strich vorbei und es kam nichts raus. Sie machten ein Update, dass es 2020 wirklich rauskommen soll. Es kam nicht raus. Also ich muss sagen, das Game hatte auch so seine Reize. Ich fand gerade das Ende cool, ich fand das in den Anwesen cool bei dieser Bahnstation, aber da gab es auch wieder Parts, wo ich dachte so, es zieht sich. Leute, es kommt 2021 wirklich raus, diesmal wirklich. Nein, es kam bis heute nicht raus. Stattdessen wurde versucht, die Zeit und vor allem auch das Geld mit diversen anderen Sachen zu überbrücken. Während der Arbeiten an Bendy hat Kindly Beast massiv expandiert und ist von einem kleinen Indie-Entwicklerteam bestehend aus nur einer Handvoll Personen zu einem Office mit knapp über 80 Mitarbeitern gewachsen. Wahnsinn, und ja, das musst du halt auch mal, ne? Ich muss immer sagen, ich habe immer Muße mit den Entwicklern. Ich habe ja letztens schon ein Video gemacht, könnt euch gerne abchecken zu The Last of Us, ein Recherchevideo, wie die Gaming-Community auch immer nur rumhatet, das ist nicht fair. Ich denke mir gerade, wenn Entwickler ein sehr kleines Team sind und dann wächst du auf 80, koordinier das mal. Das ist ja unfassbar anstrengend, der Druck, ständig wird hinten gepeitscht, die Community will was sehen. Ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor. Ich bin halt immer nur der Fan, sich Zeit zu lassen für ein Game und lieber kürzer als zu lang. Aber halt dann lieber ein Spiel nicht rauszubringen, Hauptsache man hat es schnell rausgebracht. Weil dann passieren sehr viele Katastrophen, ähnlich wie bei Cyberpunk mit den Glitches. Das erste, was dieses Studio nach Bendy rausgebracht hat, war Showdown Bandit am 17. September 2019. Man wollte so schnell es geht an den Bendy-Erfolg anknüpfen, das Spiel wurde mit zahlreichen Trailern gepusht und es wurde sogar schon ein DLC und weitere Chapter angekündigt. Das Spiel kenne ich gar nicht. Mir voll komplett untergegangen. Leider war das Spiel aber ein ziemlicher Flop. Irgendwie hat von dem Spiel niemand mitbekommen und dementsprechend auch niemand gekauft. Mies ist das vor allem, dass das Game wie gesagt eigentlich dafür sorgen sollte, dass das Entwicklerteam sich über Wasser halten kann, aber stattdessen verursachte dieses Spiel nur weitere Kosten, da sich hier stark verkalkuliert wurde. Oh, das Bendy-Franchise hat stark von Merchandise gelebt, ein Großteil der Einnahmen kam aus diesem Segment. Für Showdown Bandit hat man dasselbe geplant und schon sehr viel Merch vorproduziert, aber natürlich kauft sich niemand Merch von einem Spiel, das niemand gespielt hat. Autsch. Das alles hätte zum Bankrott des gesamten Studios führen können, also hat man schnell wieder alles verworfen, alle Arbeiten an dem Spiel in den Müll geworfen, man wird nie wieder etwas von Showdown Bandit hören. Der Schaden war aber, wie man im Nachhinein erfahren sollte, größer als man dachte. Ende 2019 kam die Nachricht rein, dass Kindly Beast 50 ihrer Mitarbeiter fristlos entlassen musste. Das passiert ja generell gerade in so vielen Jobs und auch in der Gaming-Branche. Allein das ist schon fragwürdig genug, aber mit dieser Nachricht kamen noch zahlreiche
anonyme Bewertungen auf Glassdoor rein, einer Seite, auf der man seinen Arbeitgeber bewerten kann. Oh, 1,8. Ich will jetzt die Bewertung lesen. Hier wurde sich zuhauf über... Also hier, der erste sagt quasi, hat 2019 angefangen, da ging schon alles den Berg ab und dass die Entwickler, die Original-Founder, also die originalen Entwickler oder Erfinder des Spiels, sehr paranoid und egoistisch waren und sie dachten halt quasi, dass gerade die Neuen, die reinkommen, mussten sich eigentlich schon perfekt auskennen, obwohl sie es nicht sind. Und hier sagt halt jemand, ja, die nennen sich Kindly Beasts und das hört sich seltsam an. Ich hatte meine eigenen schlechten Erfahrungen. Nicht gut, aber klar, zeigt den Stress, aber es ist kein Garant dafür, dass du ein sein darfst. Ich glaube, da gibt es ja auch ganz, 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 ganz viel in der Gaming-Branche, was auch mal interessant wäre, wie ja quasi es bei den Entwicklern so abgeht oder wie da teilweise auch, ja, Macht missbraucht wird. Schlechte Arbeitsbedingungen und Lügen aus den Chefetagen ausgelassen. Die beiden CEOs, Dimitri und Mike Mood, haben gar nichts zu der Sache gesagt, bis auf Mike, der plötzlich alle seine Socials gelöscht hat. Die Auflistung der Mitarbeiter verschwand komplett von der Kindly Beast Seite und es wurde erstmal still ums Unternehmen. Bis zum Holiday Giveaway im Dezember 2019. Es wurden seitens der Entwickler große Bandy-Plushies verlost und um mitzumachen, musste man einfach das Newsletter abonnieren. Um seine Gewinnchancen zu steigern, konnte man noch zusätzlichen Merch kaufen, am besten im Wert von mehreren $100. Das Ganze ist sehr fishy, zumal auf dem Promobild auch noch ein Kind abgebildet ist, was die Stimmen immer lauter werden ließ, dass es sich hier um Child Gambling handelt. Hat die aber nicht weiter gejuckt. Das einzige, was 2020 passiert ist, war der Release von Boris and the Dark Survival. Genau, das wollten auch ganz viele von euch, dass ich spiele. Bin auch von Bandy, wo man erstmals Boris, eine Tintenkreatur, spielen konnte. Das Spiel war sehr anders als Bandy und ein Third-Person-Rätsel-Game, was aber ebenso nicht wirklich gejuckt hat. Alle warten auf den bereits vor Jahren angekündigten großen zweiten Teil, aber werden komplett im Regen stehen gelassen, da gar nichts mehr seitens der Entwickler kommt. Kindly Beast hat eine neue Division namens Joey Drew Studios eröffnet, derselbe Name wie auch schon das Animationsstudio aus Bandy, die sich auch wirklich nur mit Bandy beschäftigen sollen. Das hat erstmal Hoffnung ausgelöst, dass sich da eventuell mehr auf Bandy spezialisiert wird und das Spiel vorangetrieben wird, aber sie haben exakt ein Video 2021 hochgeladen. 3,5 Millionen Aufrufe, ne, Leute hatten richtig Bock. Und das war auch nur ein April-Scherz, wo eine Bandy-Serie angekündigt wurde, die nie erscheinen wird. Viele Fans vermuten, dass das Spiel nie erscheinen wird, vor allem, dass sich die Ereignisse Anfang 2022 nochmal zugespitzt haben. Ich habe ja bereits über die hohe Wichtigkeit von Merch in Bezug auf Bandy in The Ink Machine geredet und der Anbieter, der den Merch seit Tag 1 angeboten hat, war Fat Mojo. Anfang 2022 wurde bekannt, dass Fat Mojo eine Anzeige gegenüber den Entwicklern erhoben hat und Schadensersatz in Höhe von einer halben Milliarde Dollar fordert. Ja, ganz realistisch. Oh mein Gott, haben die sich da nicht versichert? Im selben Moment sind auch alle Merch-Shops von Bandy offline gegangen. Warum genau diese Anzeige erhoben wurde, ist unbekannt, aber es wird vermutet aufgrund der riesigen Merchandise-Kampagne rund um Showdown Bandit, obwohl das Spiel bereits kurz nach Release wieder fallen gelassen wurde und mittlerweile sogar gar nicht mehr zum Verkauf steht. Ach so, ich wollte nämlich gerade gucken, ob das auf Steam ist und wie es bewertet ist, wie viele Leute das gespielt haben. Die Theorie ist, dass Fat Mojo sich hier verarscht fühlt und Entschädigung für den riesigen Aufwand will, der hier betrieben wurde. Okay. Hinzu kommen noch weitere kleinere Kontroversen wie das Runternehmen von Fangames, ohne die Entwickler zu informieren oder genau. Das Stehlen von Fanzeichnungen für ihre eigenen Bücher. Oh, was? Also klar, man muss immer aufpassen, dass man nicht das Recht von jemand anderem nimmt und es für sich selber gebraucht. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Fake-Shops gibt von uns Creatoren. Also bitte nichts auf Amazon kaufen. Alles, was ihr auf Amazon kauft, ist nicht von mir. Ich habe meinen eigenen Gnu-Shop, den findet ihr hier. Alles andere ist geklaut und damit unterstützt man eigentlich Leute, die illegal irgendwelche Logos und Motive entwenden, die ihnen nicht gehören. Sind wir aber auch schon mit dem Anwalt alles dagegen jetzt vorgegangen, weil das nervt. Also da haben ja manche eigene Shops gemacht. Und ich habe auf Community-Treffen so viele gesehen von euch, wo ich dachte, oh nein, die haben das geholt, das war so eine schlechte Qualität, weil die Leute drucken das ja irgendwie lieblos ab. Deswegen da immer drauf achten, das ist nicht von mir. Es hat sich ziemlich viel seit dem Release des ersten Bandy-Spiels ereignet und ob das zweite Spiel jemals erscheinen wird, steht in den Sternen. Der YouTube-Account steht still, der Twitter-Account steht still, das einzige, was wir bekommen, sind manchmal Tweets von Mitarbeitern, die sagen, dass das Spiel sich gut entwickelt. Ja, ich glaube, es ist halt schon voll der Druck, wenn du halt Spiele entwickelst und weißt, du gibst halt jetzt erstmal ein, zwei Jahre gar nichts von dir und dann kommt wieder was. Du willst ja den Leuten auch irgendwie was geben, dass sie bei der Stange bleiben und dranbleiben. Ich kann schon verstehen, dass es
so irgendwie Druck ist, dass man dann ein dummes Gefühl hat, jetzt kommt gar nichts von mir, die Leute wissen gar nicht, was abgeht, wir sind gar nicht irgendwie vorhanden oder zeigen nicht den Leuten, dass irgendwas passiert. Da musst du ja noch extrem aufpassen, dass keine Leaks entstehen. Das ist ja bei The Last of Us passiert. Hoffnungen würde ich an der Stelle noch nicht aufgeben, aber man kann wohl sagen, dass das alles ein wenig suboptimal gelaufen ist. So, hier könnt ihr zum Beispiel mal sehen, meine Bandy-Videos. Da sieht man noch vor 4 Jahren, das hat fast 1 Million Aufrufe mittlerweile. What the actually beep? Und hier der vor 1 Jahr, das war ja Bandy The Dark Revival, 100.000. Ich glaube, dass da viele Leute schon gemerkt haben, dass es abflacht. Denn es kam jetzt ein neues Bandy raus und das zeige ich euch jetzt. Und das heißt Bandy Secrets of the Machine. Es kam am 14. April raus, ist schon sehr positiv bewertet. Aber irgendwie muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun möchte. Weil die anderen Bandys sind hier halt auch alle sehr gut bewertet. Hier zum Beispiel 15.000 sehr positiv. Bandy in the Ink Machine hat wahrscheinlich noch mehr 15.000. Genau, das ist das hier. Bandy The Dark Revival. Ja, also es ist halt sehr gut positiv bewertet. Also die Leute mögen es. Ich bin mir nicht sicher. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich den neuen Teil mal anschaue und mal spiele. Es hat mich irgendwann halt nicht mehr überzeugt. Aber wenn ihr sagt, ey, das ist wirklich viel besser, die Story ist viel cooler, dann mache ich das. Das ist dann kein Problem, aber ich möchte da wirklich eine ehrliche Rezension von euch haben. Das war es jedenfalls mit dem Video. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, wie du Bandy findest, ob du spielst, ob du es gut findest, ob du die ähnlichen Dinge wie Ulti hier siehst, wo du sagst, nee, gefällt mir gar nicht. Das Originalvideo ist unten in der Beschreibung. Ist ein sehr toller Kanal. Schaut gerne vorbei. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos wieder. Ey, yo, Gnu! Du siehst jedem gut. Nein, du bist nicht cringe, du bist im Mut. Du hast das Zocken einfach im Blut und jeder guckt dir gern zu. Yeah, ey, you know. Du siehst jedem gut.